Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar befinde ich mich jetzt in der 35. Woche meiner Wettkampfphase und habe gedacht, ich werde euch heute mal in mein Rückentraining mitnehmen und euch Einblicke geben, wie ich mein Training in meiner Diät gestalte. Vorher gibt es für mich jetzt hier noch einen kleinen Booster und dann geht es erstmal auf zu meinem Training und ich werde dann während des Trainings halt noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich das Ganze aktuell gestalte. Ich habe jetzt hier so gemacht, dass ich 10.000 Schritte habe, dreimal 20 Minuten Intervalltraining und 2250 Kalorien an den Low Days. Dann habe ich zwei High Days, wo ich jeweils 2600 und 3000 Kalorien zur Verfügung habe, wo ich dann überwiegend halt Kohlenhydrate esse oder mehr dann was gönne, je nachdem wie ich halt Bock habe. So gestalte ich dann meine Phasen zu. Ich komme jetzt mal gut rein und dann sehen wir uns beim Training gleich mal. Ich hoffe, ihr versteht mich heute besser, wenn ich das Mikrofon so also näher dran halte als sonst, weil die Musik eigentlich hier relativ laut ist. Ich werde jetzt starten mit engen Rudern an der Maschine, mache mich erstmal ein bisschen warm, so dass ich 2-3 Sätze habe, bis ich zu meinem Arbeitsgewicht komme. Und dann mache ich das aktuell so, dass ich 2 Sätze für den Rücken habe. Ich habe mein Trainingsvolumen ja etwas reduziert damals. Ich habe insgesamt 6 Sätze für den Rücken, aber darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Ich mache 2 Sätze erstmal enges Rudern an der Maschine und zeige euch gleich ein paar Einblicke quasi. Also ich hoffe, ihr versteht mich jetzt, sonst muss ich das dann wieder als Voice-Over sprechen. Und zwar geht es jetzt weiter mit 2 Sätzen Rudern im Sitzen. Also ich habe hier immer den mittleren Griff, sozusagen, dass ich die Rhomboedien, hinteren Schultern und den mittleren Rücken einfach nochmal perfekt abdecke. Vorne mit den Engrudern habe ich eher den unteren Rücken, also quasi den Latissimus abgedeckt. Und dann gibt es noch ein breites Rudern, wo ich dann quasi den Latzug von oben mache. Aber das seht ihr ja noch. Also es gibt jetzt quasi 2 Sätze mit jeweils 8 bis 12 Wiederholungen, eher 12. Und wenn ich 12 schaffe, dann erhöhe ich dann meistens das Gewicht wieder. Und meistens, ich erhöhe mal das Gewicht halt dann wieder, sozusagen, dass ich nochmal um 2,5 Kilo, je nachdem, ob das im Studio möglich ist, dann erhöhe. Zum Schluss werde ich jetzt noch jeweils eine Übung für die Schulter machen. Eigentlich mache ich das Ganze mal Reverse Fly am Kabelzug, aber hier ist gerade kein Platz, deswegen mache ich das mit Kurzhanteln. Geht natürlich auch. Dann mache ich jeweils 2 Sätze noch und vielleicht nochmal eine Übung und nochmals 2 Sätze, aber das entscheide ich dann gleich nochmal. Ich habe jetzt noch 2
Ansätze für den Bizeps gemacht. Sozusagen eine Übung, wo ich den Arm hinter den Körper mache, aber und eine Übung, wo ich den Arm vor dem Körper habe, sozusagen. Jetzt gibt es noch 20 Minuten Intervalltraining. Das ist die letzte Woche, wo ich 20 Minuten Intervalltraining noch einbauen würde. Und dann gibt es erstmal kein Cardio mehr, weil mein Körperfettanteil schon relativ gering ist. Und ich natürlich nicht möchte, dass meine Muskulatur flöten geht, sondern alles erhalten bleiben soll. So, ich nehme euch jetzt noch kurz mit auf mein Cardio und zeige euch noch kurz, wie ich halt quasi Intervalltraining machen werde. Wenn dir das gefallen, lass gerne ein Like, Kommentar, ein Abo da und bis jetzt.